Film ist die Romantik unserer Zeit. Film ist das unerschöpfliche Abenteuer. Film ist sichtbar gewordenes Märchen, ist die Bildfassmachung von noch nie Geschauten, nie mehr zu Schauenden. Denn er hat die Macht, geahnte Wunderwelten kommender Jahrhunderte prophetisch vor unseren Augen aufzubauen, eine Brücke zu schlagen zu den nie betretenen Gefilden noch unerreichbarer Gestirn. Und Film hat auch die Macht, versunkene Welten wieder hervorzuzaubern, tote Jahrtausende auferstehen zu lassen, dass Vergangenes wie Künftiges uns gegenwärtig wird. Aber Film ist noch mehr. Er ist es, der uns das menschliche Gesicht hat neu entdecken lassen. Denn erst durch ihn ist uns wieder aufgegangen, was für ein wundervolles Instrument des Ausdrucks das Menschenantlitz ist. Wie rührend in seinem Lächeln, wie in seinen Tränen, wie gefährlich in seiner Verschlagenheit, wie abstoßend in seiner Gemeinheit und wie groß in seiner stummen Tragik und wie immer menschlich und darum immer neu. Haben wir je zuvor die Hand eines Menschen so als Instrument seiner Seele erkannt, als wenn der Film uns ihr Zittern oder sich verkrampfen, ihr Drohen oder Beschwichtigen zeigt? Vielleicht ist die Entschleierung des Menschlichen eine der tiefsten Aufgaben des Films. Denn wenn wir sie nur recht betrachten, dann sieht uns aus ihr bildhaft eindringlich das uralte Wort entgegen: Da bist du. Der Film wird sich mehr und mehr zum Träger von Ideen entwickeln. Von Ideen, die berufen sind, Abgründe zwischen Menschen, seien es Einzelwesen oder Völker, versöhnen zu überbrücken. Denn der Film bringt uns ja nicht nur die Landschaft aller Himmelsstriche vor die Augen, entrollt uns nicht nur das Antlitz der Erde von den Polen zum Äquator, er zeigt uns da, wo er uns sein Wesen ganz entwickeln kann, das Antlitz und mit ihm die Seele der Menschen vom Äquator bis zum Pol. Und wenn sie mit ihrer fremden Haut und ihren fremden Sitten uns beim ersten Anblick noch so wesensfern erscheinen, der Film lehrt uns, dass hier, wie 1000 Meilen weit weg von uns, das Leben der Menschen von der gleichen Tragik überschattet ist, die das Schicksal aller Erstgeborenen zu sein scheint und die nur zu erlösen ist durch Güte. Noch steckt der Film tief in den Kinderschuhen und der Weg seiner Entwicklung ist nicht abzusehen. Noch ringt der Film nicht nur mit sich selbst und seinem Werden, dessen Gesetze gleichsam täglich neu geschaffen sein wollen, sondern auch noch um den Platz der Anerkennung als die Ausdrucksform und Kunst Form unserer Zeit. Ziel des Films ist, sich vom Märchenerzähler, vom Skalden unseres Jahrhunderts, zum Apostel der Völker untereinander zu entwickeln, dessen Botschaft durch die stumme Sprache des lebendigen Bildes überall verstanden werden wird, wo Menschen guten Willens sind. Diese Worte gebe ich Metropolis zum Geleit. Metropolis-Motiv.
tief. Pedersen, der Herr von Metropolis. Jo Fredersens Sohn. Thank you.
Musik.